Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem Unboxing-Video. Wir haben heute den 24. Januar und es bedeutet, es ist mein Geburtstag. Und ja, ich habe hier drei Päckchen stehen. Ich werde die aber nacheinander auspacken. Das erste, was angekommen ist, ist auch das von Silke. Und das werde ich jetzt auspacken. Silke ist eine ganz, ganz liebe Freundin von mir. Die waren wir letztes Jahr, genau, im April waren wir sie auch besuchen, im April, Mai. Und ja, sie hat mir dieses wundervolle Päckchen geschickt, weil es so ganz hübsch eingepackt ist. Und ja, das öffne ich jetzt mal. Das Schere habe ich hier auch. Und dann habe ich noch ein Paket von meiner lieben Cindy und von meiner Sarah. Also alles Mädels mit dem Anfangsbuchstaben S. Wie passend. So. Ich bin gespannt, was drin ist. Ja, wir wollen nachher noch ins Kino und essen gehen. Also meine Haare sind noch am Lufttrocknen, deswegen liegen sie noch nicht so, wie sie sollen. Aber das ist okay. Jetzt muss ich dieses Papier kaputt machen. Ich muss mal ganz kurz das Ding auf den Schoß nehmen, wegen Adresse und so weiter. Okay, ich kriege ein Bügeleisen. Bügeleisen. Ja? Nein, ich denke nicht, dass da ein Bügeleisen von Philips drin ist. Das denke ich mal nicht. Okay, also hier scheint das aufzugehen. Oh, du hast wieder das bescheuerte Klebeband genommen, ne? Das hatten wir schon im Weihnachtspäckchen so. Dass sie da so ein komisches Klebeband benutzt hat. Ich glaube, das von ihrem Mann von der Arbeit. Oh Mann, und der arbeitet auf dem Bau, glaube ich, ja. Und, oh Mann. Silke, du machst das aber auch wieder spannend. Oh Gott. Kines. So, sie hatte nur gesagt, dass da auch wohl was für die Wauzis mit bei ist, weil das nicht mehr ins Weihnachtspaket gepasst hat. Oh Gott, ich krieg's nicht auf. Ich krieg's nicht auf. Ach, Silke. Kann ich das nicht einfach... Ja, ich reiß das jetzt einfach so. Moment. Gut. Ja, geht ja schon gut los. Ach, Kind, Mensch. So, haben wir es endlich. Das ist es dann mal. Und ich nehme es mir mal auf den Schoß und nehme erstmal das Uneingepackte. Das ist das für die Wauzis und zwar ein Aquatoy. Das kommt wie gerufen. Das von den beiden ist nämlich kaputt gegangen nach ein paar Jahren jetzt. Und dann kann das gleich mit zum Wochenendhaus. Wie cool. Vielen, vielen Dank im Namen der beiden. Und dann ziehe ich einen Umschlag. Da steht drauf Füchsi. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Herzblatt steht da drauf. Aha. Ich lese einmal. Ach Gott, da ist noch was drin. Moment. Oh, vielen Dank, meine Süße. Ich hoffe, die Kleinigkeiten gefallen dir. Ach, wie, ich weiß gar nicht, ob ich euch das zeigen darf, aber ich denke mal schon. Also das ist Silke mit ihrem Mann, dem Uwe. Und jetzt muss ich gucken. Das ist Sammy und das ist Gino. Ich hoffe, ich habe es richtig, ja. Das sind sie, die vier aus dem wunderschönen Hunsrück. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben, für die Karte. Ich lege sie mir erstmal hier auf den Schminktisch und dann gucken wir mal. Oh Gott, ich habe Angst. Es ist so viel. For your bags. Okay, du sprichst mit mir also heute in Englisch. Ich mach das mal vorsichtig auf. Oh Gott. Pocket File. Ach, wie cool.
Nagelfeile zum Mitnehmen. Das ist natürlich, ich lege das mal nach da unten, das Papier, ist natürlich eine coole Idee. Die ist von Evelyn. Ja, tatsächlich ist meine, die ich immer mit hatte, jetzt runter. Also da passiert nichts mehr. Deswegen wird die dann gleich in meine Arbeitstasche einziehen. Vielen, vielen Dank. Sehr gut. Ich lege das mal nach hier. Das nächste. Augenaufschlag steht drauf. Das sind zwei Mascaras und es dürften die von Essence sein, Lash Princess. Die habe ich ja auch beide von Ulrikchen bekommen. Zu Weihnachten. Deswegen, es trifft sich gut. Von der Orangen habe ich aktuell noch eine und von der Grünen zwei, wovon eine im Gebrauch ist. Von daher trifft sich das grandios. Einmal die Originale und einmal die Grüne und die beiden in Kombi. Die zaubern einen wunderschönen Wimpernaufschlag. Vielen, vielen Dank. Oh mein Gott. So. Aussehen wie ein Fuchs. Entschuldigung. Ich glaube, dass diese Fuchsmaske von Balea drin. Also, Nia hatte mir gesagt, dass es die nicht mehr gibt. Eine habe ich von meinem Mann bekommen. Die hatte er mir besorgt. Oh mein Gott. Oh, bist du denn des Wahnsinns? 1, 2, 3, 4. Oh, wie geil. Vielen, vielen Dank. Oh mein Gott. Die probieren wir, wie gesagt, in einem Video aus, wenn man Maskensammlungsvideo gesehen hat. Da habe ich euch ja gefragt, ob wir die zusammen ausprobieren wollen. Dann, ja, schreibt mir das, ob wir das machen wollen. Oh mein Gott. Jetzt werde ich doch noch ein richtiges Füchsi. Sehr schön. Das ist was Großes. Dekoriere nach Belieben. Es fühlt sich an wie ein Bilderrahmen. Das Papier ist auch wunderschön, was du benutzt hast zum Einpacken. Okay. Das ist tatsächlich ein Bilderrahmen. Oh Gott. Moment, ich krieg's nicht auf. Es ist. Oh Gott, da waren sie hier tatsächlich. Ach Gott, das mit einem Kreidestift, wie cool. Ach geil. Da waren sie hier bei uns an der Ostsee, das war Pfingsten vor 2 Jahren. Und da ist das an der Ostsee entstanden. Ich zeig das jetzt einfach mal. Ah, also Uwe, Silke, mein Mann und meine Wenigkeit, gut zu erkennen. Und es war echt ein stürmischer Tag und ja, wir standen da unten am Ostseestrand. Höhe, Wilhelmshöhe ungefähr war das und ja. Vielen, vielen Dank. Oh mein Gott. So. Dann haben wir hier noch eine Kleinigkeit. Schöne Lippen. Schöne Lippen kann immer alles sein. Ich reiß das echt auf ein Restpaket, oder? Oh, das ist von Balea auf jeden Fall. Biozellulose Lippenmaske. Oh, wie cool. Kenne ich nicht. Habe ich noch nicht ausprobiert. Oh, vielen, vielen Dank. Wie viel gibt es da? Oh, auf 4 Stück, praktisch. Oh, wie cool. Vielen, vielen Dank, meine Liebe. Oh mein Gott. So, dann haben wir hier was. Take a bath. Ja, also nimm ein Bad. Dann ist es irgendein Badezusatz. Vielleicht von Balea, von Knall, Trostner Sense. Vielleicht auch was aus Müller? Nein. Ach. Ach, Moisken. Du kennst mich einfach zu gut. Den habe ich aktuell gerade im Gebrauch und war schon ein bisschen traurig, dass er alle geht. Jetzt habe ich noch einen neuen. Von Dresdner Essenz Aroma Schaumbad Granatapfel. Ja, habe ich ein Backup. Ach, wie toll. Ich mag den Duft. Ich werde es jetzt aber nicht aufmachen, weil es ja bei mir in der Dusche steht. Beziehungsweise in der Badewanne. Ja, kann ich echt nur empfehlen für die, die auf Granatapfel stehen. Absolut geil. So, dann haben wir noch eins. For your body. Also für den Körper.
Ich finde es ganz witzig, dass du es auf Englisch draufgeschrieben hast. Oh, das scheint ein Körperspray zu sein. Hier hinten steht meine ganze Sammlung, was ich da so aktuell habe. Das ist bestimmt eins von Track on Moon. Oh Gott, mit Melone, wa? Geh auf. Silke, bitte weniger Klebestreifen beim nächsten Mal. So, ja, Happy Melon Soppy. Oh mein Gott, Melone. Ich liebe ja Melone, also ich esse sie gerne und ja. Mm. Oh mein Gott, Cindy, das wäre auch was für dich. Oh. Mm. Das schreit nach Sommer. Das schreit nach Sommer, aber das scheint eine Honigmelone zu sein. Also keine Wassermelone, eine Honigmelone, so vom Duft her. Ja, so, zwei Kleinigkeiten noch. Und dann ist der Karton auch leer. Es war ja auch viel zu viel. Und meine Haare, man merkt, sie trocknen langsam. Fangen wir mal mit dem an. Da steht nichts drauf. Oh, das sieht nach einem Nagellack aus von Essence. Prismatic Topcoat. Oh mein Gott. Ich habe gerade so einen ähnlichen drauf. Wenn ihr das erkennen könnt. Der ist von Revlon. Und jetzt guckt mal den. Ja. Also den werde ich dann auch erstmal zulassen, nicht anbrechen, weil ich den jetzt von Revlon dann erstmal leer mache, weil der halt schon länger angebrochen ist. Aber vielen, vielen Dank. Das ist die 39 Prisma Love. Wie cool. Dankeschön. So. Und dann noch ein. Oh, noch ein Nagellack. Manchmal bist du echt komisch, ne? Als ob du bei mir im Schrank guckst. Der geht nämlich fast leer. Also so ein ähnlicher ist das. Das ist die 103 Midnight Sky. Und das ist so ein Blau, was wirklich changiert auch so ein bisschen ins Lila rein und mit Glitter. Und ich habe so einen ähnlichen, der fast am Leergehen ist. Ja, da ist nochmal die Farbe. Als ob du manchmal bei mir zu Hause einfach bist. Aber bist du nicht, weil ich weiß, dass du ganz, ganz weit weg kommst. Nicht so wie Uli. Genau. Wow, meine Liebe. Vielen, vielen Dank für die Sachen. Also die Fuchsmasken und das Bild und von euch noch das Bild. Und oh mein Gott, es ist mega. Vielen, vielen Dank. Auch auch liebe Grüße an Uwe. Genau das wollte ich sagen. Kraul, die beiden Katers von mir und bei euch anderen sage ich vielen Dank fürs Zusehen und dann freue ich mich, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bye, eure Foxy!